So, und damit herzlich willkommen zum neuen Teil Way of the Hunter. Heute das erste Mal in Europa. Transsilvanien. Ich versuche heute das erste Mal auf dieser Map irgendwas zu schießen. Ich weiß noch nicht, ob ich Quests mache oder ob ich erstmal nur die Map erkunden gehe. Ja, habt Spaß beim Video und vergesst den Follow auf Twitch, das aber auf YouTube nicht. Der Twitch-Link ist in der Videobeschreibung, genauso wie für meinen Discord. Ja, und damit, let's go. Ich gehe erstmal ein bisschen erkunden. Irgendwie Bock, ein bisschen was zu erkunden. Einfach mal so quer in die Walachei laufen hier. Mega nice. Ich freu mich, dass mir die Map auch so lange aufgehoben haben. Bin natürlich offen für Tipps. Falls jemand so einen geilen Spot kennt oder so. Immer raus damit. Schauen wir uns alles an. Reh, weiblich erschrocken, 150 Meter. Oh, okay. Da war eins. Da, ein Po, ein Rehpo. Echt weit gucken, ist gut. Aber kein Tier zu sehen, schade. Aber die, also von der Map, vom Map-Design her, gefällt es mir bisher sehr, sehr gut. Dieses Hügelige, diese schönen offenen Wiesen, diese schönen Lichtungen, die man hier einsehen kann, ist mega geil. Da hinten ist ein Fuchs, glaube ich. Ja, da sind ganz viele Füchse. 4 Stück sehe ich jetzt. Wildschwein männlich ruhig. Der ist ja schon auf 100 Meter ran. Aber bist du da alleine? Nee. Da ist noch ein Männchen. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Waffe ich am besten auf Wildschweine schießen sollte. Das kann ich euch nicht verraten. Hier unten ist ja eine ganze Rotte. Es könnte nämlich jetzt so sein, dass ich mit der Waffe, die ich habe, dass die eine zu stark ist und die andere zu schwach. Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche jetzt mal einfach mal die schwächere, um den Erwachsenen rauszuknallen aus der Gruppe, wenn der stehen bleibt. Ein Keiler mit einer großen gibt nicht zu stark bei Sauen als... Okay. Warte. Dann nehme ich die hier. Dann nehme ich die Pro Hunter 2. Das ist jetzt Test, ne? Also das ist jetzt alles, wir müssen das testen. Also in Amerika kann ich tatsächlich mit der Pro Hunter 2 und mit der Sapphire alles schießen. So, rosa mittlere Menge. Na top. Na schön. Jetzt sind wir nämlich vor dem Problem, dass der mich ganz gut ausgetrickst hat jetzt. Und ist nämlich die Gruppe. Okay, dann müsste er irgendwo zwischen mir und der Gruppe liegen, ne? Sehen, aber jetzt erstmal nicht. So, die anderen Keiler waren alle jung, ne? Ja. Ich habe ihn wiedergefunden. Ah, top. Top. Wo kam die Blutspur her? Ah, hier unten ist er aus dem Wasser, okay. Und dann hier hoch. Da liegt er. Ja, top. Rechter Lungenflügel und in den linken Lungenflügel auch mit rein. Aber ja, doch, wieder raus. Doch, Doppellunge, ne? Naja. Schönes wildes Schwein. Jagdwertung. 5 von 5. Top. Top. Sehr gut. Also kann ich mit dem Gewehr auch easy peasy Wildschweine schießen. Das freut mich. Den tue ich gleich mal in den Discord rein. War schöner erster Abschuss in Europa. Da ist ein Mufflon. Da ist eine ganze Mufflonherde. Da ist ein Ausgewachsener dabei. Was bist du für einer? Ah, guck mal. 3 Sterne ausgewachsen. Mufflon würde ich jetzt spontan auch die Pro Hunter 2 nehmen. Muss ich gestehen. Ah, ja, jetzt kommt ein bisschen Bewegung in die Herde. Jetzt könnten wir es versuchen. Nochmal,
zweimal getroffen. Lol. Find's ein bisschen lame. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, dass die jetzt so langsam sich drehen. Kann man immer noch mal drauf schießen. Das finde ich ein bisschen, finde ich nicht so schön. Ich versuche immer nicht drauf zu schießen, aber eben, ihr habt's gesehen, das war die Jagdgeilheit, ne? Einfach noch mal drauf geschossen. Ja, aber dafür reicht's ja. Guck mal, pass auf. Ich habe ja einmal diese Fire dabei. Mit der schieße ich ja Vögel, Fasanen, Enten, Dachse, Füchse. Und alles, was größer ist, schieße ich ja mit der Pro Hunter 2. Und das ist sozusagen so der Way to go für mich in Amerika gewesen. Rot, kleine Menge. Nein. Ist das der erste Abschuss oder der zweite? Ich habe das Mufflon scheiße getroffen. Menno. Aber vielleicht ist das da die Gruppe, dann können wir vielleicht nochmal drauf schießen. Was wäre denn der dritte Schuss? Aber ich glaube, das spielt in dem Spiel gar nicht so eine große Rolle. Also drei Schüsse habe ich auf jeden Fall schon mal abgegeben und trotzdem eine 5er-Wertung in der Jagdwertung bekommen. Das dürfte... Da ist er. Das dürfte easy funktionieren. Ich habe nämlich vorher... Also als ich das Spiel angefangen habe, dachte ich so, zwei Waffenplätze, wie soll ich denn damit alle Tierklassen abdecken? Also wie soll ich denn damit, weil ich gehe ja gerne spazieren. Ja, ich gehe ja gerne einfach die Map erkunden und schieße auf alles, was mir begegnet. Ist jetzt nicht so, dass ich direkt so Trinkstellen abfarme oder allzu viel Herdenpflege betreibe oder sowas. Ich schieße halt einfach auf das, was ich so sehe. Und da dachte ich mir so, also dann habe ich ja gar nicht für jedes Tier eine Antwort. Aber dadurch, dass diese Waffenkategorien und die Kategorien der Tiere gar nicht so festbindend sind und es mehr auf die Joule-Zahl und die Entfernung ankommt, kann man dann doch ein bisschen flexibel mit den zwei Waffen tatsächlich umgehen. Der steht gerade perfekt, ne? Darf sich jetzt nicht bewegen und die dürfen auch nicht mitbekommen, dass ich hier bin. Ich hoffe, das war gut. Ich hoffe, das war gut. Hä? Schon wieder rot? Schon wieder scheiße? Hä? Was? Kann es sein, dass ich mit der falschen Waffe dreimal drauf geschossen habe? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Es ist die erste Runde heute. Gebt mir ein bisschen Zeit. Erinnert mich so ein bisschen an Silver Ridge Peaks von The Hunter Call of the Wild. Die Map bisher. Nicht von der Tierdichte. Das muss ich auch ganz klar sagen. Aber vom Design her. Diese weiten Flächen, diese großen Hügel. Da haben wir was. Das sind Wildschweine. Da ist ein Einsterne Keiler dabei. Das ist gut. Aber dass diese Büsche umknicken, ist da auch neu, oder? Dass das Gras und so umgeknickt wird. Das gab es doch auch zum Release nicht. Bin ich mir fast sicher, dass das neu sein muss. Das ist genau der Keiler, den ich haben möchte. Du nicht. Du bist nur erwachsen. Das ist natürlich die Frage, habe ich einen Fehler gemacht mit über den Fluss? Das wäre nicht so gut. Alarmiert. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir schnell sein. Das ist der... Ah, okay, okay, okay. Bevor wir jetzt gar nichts schießen, schieße ich den da. Weil... wir sonst gar nichts schießen. Rot. Rot ist nicht gut. Was ist denn heute los mit der Knarre? Hab ich schon wieder die falsche Knarre genommen? Ach, Leute. Ja, hab ich. Ach, Mann. Warum merke ich mir nicht, auf welcher Taste die Pro Hunter 2 ist? Ich habe den jetzt wirklich mit der Sapphire angeschossen. Ein richtiger, richtiger Dussel. Wir verfolgen trotzdem seine Blutspur. Vielleicht können wir nochmal drauf schießen. Oder wir schießen sogar den ausgewachsenen Keiler. Das war ja nur der Erwachsene, auf den ich gerade geschossen habe. Ja, habe ich verkackt.
Habe ich verkackt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Warum ich immer wieder die falsche Waffe nehme. Also es ist eine echt schöne Landschaft vom Map-Design her. Aber natürlich auch schwierig zu jagen. Schwierig zu bejagen. Hügel. Ah, ist immer schwierig, ne? Weil stellt euch vor, genau hinter dem Hügel da ist jetzt eine Gruppe von Wildschweinen. Wie soll ich da jetzt mich annähern, ne? Wie soll ich mich da annähern? Ist schwierig, ist schwierig. Weil wenn erst, also ich muss ja erstmal über den Hügel, um sie zu sehen, und dann sehen sie mich ja auch schon. Dann bin ich ja schon 20 Meter ran, 50 Meter ran, keine Ahnung. So. Jetzt nehme ich aber mal die richtige Waffe. Aber dieses mit dem, was ihr da jetzt seht, diesen leuchtenden Kegel, das macht tatsächlich nur Kleinwild, ne? So, meine erste Graugans. 5 von 5 Jagdwertung. Warum wird das Gehirn jetzt hier noch angezeigt? Das ist, glaube ich, ein Bug. Ich glaube, das soll so nicht sein. Wo soll denn da die Gans sein? Ich sehe die Gans nicht. Kartengrenze kann ich euch sagen, falls das noch keiner probiert hat. Man geht so ein bisschen langsamer, wie in Call of the Wild, wenn man im Wasser, in zu tiefes Wasser geht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin jetzt eben extrem langsam geworden und wäre dann auch irgendwann stehen geblieben. So. Bist du jetzt Ente? Also ist das ein bisschen buggy oder kann das sein? Wo soll denn jetzt da eine Ente sein? Ist die unter Wasser oder was? Da ist gerade eine Bobbe aufgeplatzt, also die aufgeploppt. Die muss ja da sein, die Ente. Ich sehe die Ente. Da sind ganz viele Enten. Die sind nur unsichtbar. Lol, seht ihr das? Man sieht die Füße so paddeln. Guckt mal ganz genau hin. Dann seht ihr diese. Die sieht aus. Das sind Predator-Enten. Das sind Predator-Enten. Wisst ihr, was der Predator, der macht ja auch immer so. Ne? Der macht sich so unsichtbar und dann sieht er so waberig aus. Und die schwimmen alle. Die schwimmen alle so in einem Flow, ne? Aber. Also bringt das jetzt was, wenn ich darauf schieße, auf die Predator-Enten? Die schießen wahrscheinlich zurück. Guckt mal, da guckt nur der Kopf oben raus. Die sind tatsächlich unter Wasser. Predenten. Die Predenten. Unmöglich, die sind kugelsicher. Die Predenten sind kugelsicher. Kugelsichere Predator-Enten. Das ist ein geiler YouTube-Folgentitel, oder? Aber das muss vorhin mit der Graugans genau dasselbe gewesen sein. Die habe ich nämlich auch nicht gesehen. Wahrscheinlich habe ich mich nicht so drauf konzentriert, dass ich da wirklich was wabern gesehen habe. Aber die war auch wirklich außerhalb der Map am Kartenrand. Das ist, glaube ich, ein Bug, der zusammenhängt mit dem Kartenrand, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist halt auch wieder Fail von THQ Nordic, weil genau dieses Gebiet ist ja hier für die Enten da. Und wenn das Gebiet aber am Kartenrand ist und es da zu solchen Bugs kommt, ist es halt fast unmöglich, eine gute Ente zu schießen. Die haben schon wieder gemäht, aber ich habe trotzdem keine Bubble bekommen. So, den möchte ich jetzt haben. So, jetzt diesmal haben wir die richtige Waffe ausgewählt. Wir nullen auf 150 Meter. Und warten, dass er sich beruhigt. Beruhig dich doch mal, bleib mal stehen. Sitz. Steh. Los. Komm. Stell dich hin. Bleib stehen. Stehen bleiben. Hände hoch. Ja, 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 ja. Das war jetzt ein bisschen übereilt geschossen, oder? Ist denn dieser Mufflon auch kugelsicher, oder? Ach, nein. Hä? Das war doch. Ach, meine Leute. Das war doch nicht daneben.
Platzpatronen? Ey, oder irgendwie sowas, ne? Irgendwas muss es sein. Bitte Spenden sammeln für die Brille. Warte. So. So, soll ich jetzt nochmal mit der Brille schießen, oder was? Vielleicht klappt es diesmal besser. Wir haben extrem Rückenwind, ne? Mit mehr Stil geht alles. Na, dann müssen wir was anderes nehmen. Warte. Das hilft bestimmt. It's never too dark to be cool. Muss helfen. Einfach zwei Wölfe. Aber ich glaube, ich habe die falsche Waffe für einen Wolf dabei. Also ich würde gerne auf den schießen, aber der ist einerseits, auf der einen Seite ist er jung und auf der anderen Seite weiß ich nicht, mit welcher Waffe ich drauf schießen soll. Ich glaube, ich habe eine falsche. Also ich habe nicht die richtige dabei. Was eine Sonnenbrille so ausmacht, hä? Was so eine Sonnenbrille alles so ausmacht, ne? Ja, das hilft. Die Leute wollen es immer nicht so wahrhaben, aber es hilft wirklich. Eine Sonnenbrille hilft. Ja, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, nicht auf die Wölfe zu schießen, sondern auf das Mufflon. Ja. So, jetzt zählen wir mal die Schüsse, ja? Erster Schuss. Ging einfach in den linken Lungenflügel. Hat er ausgeschwitzt. War ihm egal. Zweiter Schuss. Ging einfach hinten in den Ass. War ihm auch egal. Dritter Schuss. Ging in den rechten Lungenflügel. Hat ihn auch nicht gestört. Vierter Schuss. Doppellunge. Diesmal mit der richtigen Waffe. Ich habe wirklich dreimal mit der Sapphire drauf geschossen. Bin ich dumm. Entschuldigung. Und dann mit der Pro Hunter schön Doppellunge. Wenn ich jetzt noch eine 5er Jagdwertung habe, dann wisst ihr Bescheid. Ja, habe ich. Easy. 5er Jagdwertung. Trophäenwertung 3 Sterne mit 67,9. Bin ich auch mal frech und sage, das ist das Potenzial, was er maximal erreichen konnte. Und damit haben wir ihn geschossen. Schön. Schönes Ding. Machen wir ein Screenshot von. Das war's auch schon wieder mit diesem YouTube-Video von Way of the Hunter. Mein Name ist Captain Dax. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst das Abo auf YouTube, den Follow auf Twitch nicht. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.